Ein Servus aus den Bergen. Wir haben jetzt noch zeitiges Frühjahr, aber auch auf dieser Höhe hier, ich bin jetzt hier auf 2000, merkt man schon am Vogelgezwitscher, dass sich der Kreislauf des Lebens wieder zu drehen beginnt. Das Einzige, auf das wir uns momentan zu 100% verlassen können und was zu 100% beständig ist, ist der Kreislauf der Natur. Und da wir ein Teil von ihr sind, können wir in dieser turbulenten Zeit immense Kräfte jetzt aus ihr schöpfen. Wenn euch das Thema rund um Natur, Gesundheit, der faszinierenden Südtiroler Bergwelt interessiert, dann loggt euch ein auf meiner Seite unter heilkunstdernatur.com. Dort erfährt ihr weiteres über Mythos, Geschichten, Brauchtum, Traditionen rund um den Jahreskreis, über die Ernährung am Ursprung, über viele Heilkräuter und deren Rezepte. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch meine Webinarreihe, die ich am 21. März zu Frühlingsbeginn starten werde. Da geht es um die alpine Heillehre. Wenn es euch interessiert, könnt ihr euch über meine Seite anmelden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort wieder hören, und auf bald!